So. So. Na. Ich will mich ja nicht verarschen lassen. Oh, sie verarscht mich gerne. Auf jeden Fall ist sie tot. Hahaha. Sag ja, die war nicht so schwierig, auch wenn ich mich wieder richtig doof angestellt habe. Aber naja, was soll's. Hauptsache, sie ist erledigt. Es ging sogar richtig schnell, die zwei Bosse jetzt. Wobei der erste Boss ja auch schon ein bisschen Vorarbeit vom letzten Part hatte, aber naja. Synthburst. So, als nächstes Marine Man. Oh yeah. Oh, ein wirklich schönes Lied, muss ich sagen. Okay. Ein Leben. Was hole ich mir mit Rush Jet? Achso. Oh. Der Jet ist so ähnlich wie aus Mega Man 3. Also, nachdem ich jetzt diesen Jet gesehen habe, kann ich nur noch weniger verstehen, warum Final diesen Hack nicht mag. Wirklich, also. Die haben sogar hier den Chat, der hat sogar den Chat eingebaut, der den Final am meisten liebt. Okay, das war doof. Und das auch. Okay, da muss ich springen. Gut zu wissen. Ich sagte es Ewigkeiten her, dass ich dieses Level gemacht habe. Ich habe keine Ahnung mehr genau, wie sie gingen. Wie viel Leben habe ich überhaupt noch? Ui, genug. Genug. Ich kann noch ein paar Mal versagen. Wo habe ich so viele Leben her? Die Tune Man Woman. Tune Man Woman. Ah ja. Also, Tune Woman ist ein Transvestit. Nur damit ihr es wisst. Das habe ich gerade herausgefunden. Nein, also die Tune Woman Stage. Hat die mir so viele Leben hinterlassen? Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, erstmal lassen wir den weg. Und jetzt springen wir hoch und weichen so dem hier aus. Nee, das war auch nicht ganz richtig. I doing it wrong. Aber ich könnte es theoretisch auch mit Rush machen. Das wäre auch noch möglich. Wie habe ich denn das damals gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also mir fehlen gerade echt die Ideen. Ich könnte mich auch einfach treffen lassen, dann darunter. Oder es geht auch einfach so. Aha. Okay, von mir aus. Mir scheißegal, wie es jetzt funktioniert hat, aber hey. Und wir haben hier die Nadeln aus der Needleman Stage aus Mega Man 3. Boah, das war mir klar. Und da habe ich wieder auf das Timing verkackt. Na, ganz toll. Naja, wenigstens kriege ich mal hier Energie. Die wissen halt schon, wo man failt. So. Ich glaube, jetzt kommt ein Miniboss, den Final gehasst hat. So. Ah. Scheiße. Okay, ich habe diesen Miniboss. Ich weiß auf jeden Fall, wie er geht jetzt wieder, aber... Verkackt habe ich ihn trotzdem. Also er hat ein festes Muster, das ist gut.
So. Was ich auch recht interessant finde, dass sie den Miniboss von dem Original Diveman Stage dafür benutzt hat. Plus halt diesen verändert. Bam. Badam. Oh cool, danke für das Leben. Yeah. Haha. Da da. Da da da. Hey, hey, hey. Oh nein. Die Stille hasse ich. So. Also bei der Stelle habe ich so ein bisschen Schiss jedes Mal. Weil so Spike-Springe mag ich dann selbst auch nicht. Gebe ich ja ehrlich zu. So, jetzt kommt der Miniboss. Okay. Das war Fail. Gut, und rüber. Fail. Ja. So. Okay, das war auch fail. Ich muss diesen Miniboss erstmal wieder trainieren. Aber egal, ich habe ja noch genug Leben und so. Ja, toll. So. Dieser Miniboss ist pures Timing. Naja. Ich glaube, der Endboss war aber dafür übel leicht. Bin mir aber nicht sicher. Bis jetzt hat mich jeder Endboss hier fast fertig gemacht. Also von daher sollte ich vielleicht noch nicht so groß schnauzig sein. Yay! Okay. Also diese Wasserstellen, die finde ich echt übel. Okay, auf Wiedersehen. Bye bye, auf Wiedersehen. So. Gut, jetzt aber. Komm. Wobei dieser Miniboss ist nicht mal dafür gedacht. Nein, das war Fail. Na, das war Doppelfail. Okay. Triple Fail. Ich fasse es nicht. Wie schlecht bin ich eigentlich? Ich bin total schlecht. Das ist so schlecht. Ich bin so schlecht, das kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Autsch. So. Ich hab den Miniboss auch drauf gehabt, Mann. Warum kann ich das alles nicht mehr? Mir Finals ständige Aussagen, dass dieser Hack schlecht ist, jetzt hier den Skill verdorben oder was? Das ist inakzeptabel. Naja, das kann's nicht sein. Ich verkacke einfach nur das Timing. Das wird sein. So. Okay. Wunderbar. Yay. So, jetzt merken. Kein Buster. Autsch. Autsch. Fail. Ich weiche diese Attacke falsch aus. So, nochmal. Jetzt springen und zurück. Das ist der Moment, wo man trifft. So. Und zurück. Genau, das ist der Moment, wo man treffen könnte, wenn ich es nicht verkacken würde. Okay, wisst ihr was?
So. Jetzt zeige ich euch, wie man den Boss machen sollte. Und das war Fail. Aber egal, ich habe ihn besiegt. Zwar eher schlecht als recht, weil ich mich mal wieder so angestellt habe, wie es nicht sein soll. Oh, da kommt Wasser raus. Oder Dampf oder wie auch immer. So. Hep. Gut. Ja. Ja. Haha, bin ich drauf reingefallen. Tut mir leid. Dafür kannst du dich nicht rühmen, Gegner. So. Okay. Ja, das war mir auch klar. Nur zu gut. Und weiter geht's. Yep. Da lang. Und da ist der Boss. Wunderbar. Zwei Versuche. Nicht-Boss? Mini-Boss? Oder ist das einfach nur vor dem Boss des Four-Stage-Dingens? Das ist noch nicht der Boss. Aha. Was mache ich denn bitte? Ich wollte schon sagen. Spawnpunkt wurde auch verändert. Oh. Ja. Gut, da kann ich einfach runterlaufen. Das ist gut zu wissen. Muss also nicht irgendwelche komplizierten Sprünge machen. Hehehe. Gut. Einmal darüber. Einmal darüber. Und das war Fail. Gut. Von mir aus. Warum auch nicht? Das heißt, ich habe für den Boss nur einen einzigen zwei Versuche. Ich habe natürlich für den Boss zwei Versuche, wollte ich sagen. Ich habe niemals sagen wollen, dass ich nur einen einzigen Versuch habe. Das wäre ja aus der Luft gegriffen. Oh mein Gott. Also wenn ich so weitermache, habe ich wirklich nur noch einen Versuch. Das hier ist nicht mal Wasser, fällt mir gerade auf. Deswegen ist auch das Teil da, damit das ja als Nicht-Wasserfläche... Schon wieder derselbe Fehl. Unfassbar, wie kann ich nur zweimal an derselben Stelle denselben Fehler machen? Bin ich denn blöd? Bin ich denn echt so dämlich? Oh mein Gott, allgemein diese Stage ist schwierig. Die ist verdammt schwierig. Oh Mann. Vergleichsweise mit den anderen Stages ist das hier echt eine der schwersten bisher. Weil die hat einen richtig heftigen Miniboss und doch schon ein paar knappe Stellen. Aber das haben Unterwasser-Stages oft an sich. Ich finde es übrigens toll, wir haben inzwischen schon so ziemlich alle Mechaniken von Mega Man gehabt. Also Unterwasser, Eis, Gravity. Also Zero Gravity, wohlgemerkt. Jetzt bin ich schon dreimal an demselben Fail gestorben. Aber es ist auch egal, weil der Part ist irgendwie so zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich Rayman nochmal mich ran traue. Bis dahin und tschüss.